Aloha, herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 19. Ja, kurz vor Mitternacht, nur noch eine knappe Stunde. Ja, irgendwie ist das immer dasselbe, ja, alle 2 bis 3 Tage verschlafe ich die ganze Zeit nur und komme dann nicht zum Fressen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir heute auch einen Döner gekauft. Aber bevor ich den runterschlinge, werde ich lieber mal noch schnell dieses Video hier machen. Sonst ist es auf einmal schon nicht mehr der 19. und das wäre ja dann scheiße. Also beeile ich mich, bevor mein Döner kalt wird. Ein schöner Weihnachtsball. Ja. Fenster ist eine Kerze und davor ist ein Mümmelharte, der ein Blatt Papier frisst und dabei dämlich auf ein Weihnachtsgeschenk kommt. Es geht aber auch wirklich kein bisschen schärfer. Ich habe nun schon den Schalter an der Seite umgelegt. An meiner Kamera ist nämlich ein Schalter. Den kann man zwischen Blume und Gebirge umschalten. Das ist die einzige Möglichkeit, daran überhaupt irgendwas großartig zu verstellen. Ja, die habe ich mir mal gekauft, weil sie so wenig wie möglich mechanische Teile hat. Ich wollte sie nämlich eigentlich mal an mein Fahrrad ranmontieren. Musste ich allerdings feststellen, dass diese komischen Krakenarme, die ich dazu gekauft habe, nicht besonders gut halten. Das bedeutet, dass sie die ganze Zeit immer wie so ein toter Wellensittich kopfüber an dem Lenkrad rumbaumelt. Ich wollte sie auch nicht wirklich kopfüber anbringen, weil jetzt ist es 23 Uhr. Egal, Weihnachtsmann. Ja, ist wieder riesig. Das ist eine schöne Vorspeise. Mmh. Ich habe wieder gefüllt mit Milch. Ich habe es übrigens endlich geschafft, mir einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Das wollte ich gestern Abend eigentlich noch machen. Ich muss dann allerdings feststellen, dass aufgrund des Tauwetters irgendwie diese gesamten Waldstücke richtig überflutet waren. Das war so eine Moorlandschaft und dazwischen waren noch so eine dünnen mit Restschnee bedeckten Wege, auf denen man auch einigermaßen fahren konnte. Man musste allerdings im dritten Gang fahren. Wenn man nur im zweiten gefahren ist, dann ist man noch glatt durchgebrochen, weil der Boden unter dem Schnee schon aufgetaut ist. Da musste man relativ schnell fahren, bevor man im Matsch versinkt. Auf jeden Fall, ich habe ja bloß Halbschuhe angehabt. Meine Arbeitsbotten sind ja nun mal keine Gummistiefel, da ich kein Kanalarbeiter bin. Und ich hatte keine Lust, meine Socken unnötig nass zu machen. Deswegen habe ich das dann auf heute verschoben. Aber ich habe einen sehr prächtigen Weihnachtsbaum. Der muss allerdings noch trocknen. Hoffentlich ist er bis zum 25. trocken genug, dass ich ihn dann auch wirklich anzünden kann. Ansonsten muss ich mit dem Scheißding noch bis Silvester warten und es dann in die Luft sprengen. Wäre natürlich auch ganz lustig, aber naja. Erstmal die Schokolade wegwischen. Der Typ hat das Ding sehr merkwürdig eingepackt irgendwie. Er scheint die normalerweise nicht zum Mitnehmen zu verkaufen. Wie wäre das hier gemacht? Wie auch immer, da ist ja eine Öffnung. Wow. Ein schöner Döner. Ein bisschen warm ist er sogar noch. Gut, den werde ich jetzt vertilgen. Mal sehen, vielleicht ist es danach sogar schon Mitternacht. Dann kann ich als Nachtisch gleich noch die Schokolade von der Folge 20 verbessern.